Hallo und herzlich willkommen zum Retro-Sonntag. Diese Woche spielen wir etwas ganz Feines, nämlich etwas für dieses kleine System, das Sega Master System 2. Ja. Das hat eine tolle Klappe, da wo die Module reinkommen, und einen Pause-Button auf der Konsole. Du sagst es so abfällig. Nee, ja, ich bin nur irritiert, weil so Klappen finde ich komisch, aber so ein Pause-Button auf der Konsole, da musst du schon echt kreativ sein. Das hat noch eine interessante Geschichte, das Ding. Du musstest da irgendwie was neu holen. Ich musste quasi die Konsole neu holen. Meine zu Hause funktioniert zwar noch, die können wir aber hier nicht abgreifen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, diese beiden Anschlüsse hier, die gibt's eigentlich gar nicht. Die sind gemoddet. Der Severin wieder, ne? Was würden wir ohne den machen? Nämlich blöd rumsitzen. Richtig, vermutlich. Weil da muss man nämlich mit einem guten alten Koaxialkabel hier rausgehen, hat dann einen Splitter zwischen Fernseher und Konsole hängen und muss dann das Fernsehsignal vom Fernseher abziehen, auf die Konsole legen, einen Sendersuchlauf starten und dann eben, bei mir war es Kanal 38, und dann auf diesen Kanal schalten, um dann eben das Bild von der Konsole zu sehen. Und wenn man wieder zurück fernsehen möchte, dann muss man wieder diesen Hebel auf diesem Splitter wieder zurücklegen und hat dann wieder das Fernsehbild, aber kein Bild von der Konsole. Kurz, es hätte hier nicht funktioniert, deshalb muss ich eine neue kaufen. Was spielen wir da drauf? World Grand Prix. Yes! So. Severin, es gibt Level 1, 2 und 3 bei diesem Spiel mit diesem Controller. Es ist ein Controller, das hast du wunderbar erkannt. Das ist toll, es ist so komisch, weil hier gibt es keinen Startbutton und keinen Select-Button. Es ist so komisch, dieses Ding in der Hand zu haben. Und du hast schon festgestellt, es gibt einen Pause-Button an der Konsole. Ja, das ist eine ganze Retro-Sonderfolge wert, dieser Pause-Button. Wer baut denn Pause-Button auf eine Konsole? Vor allem in dem Spiel ist er nicht relevant, aber in anderen Spielen, wenn man ins Menü gehen möchte, muss man dann an die Konsole. Alter. Und es gibt keinen Start. Nee, egal. So, also, 1 und 2. Ich drücke, wir fahren mal Level 1. Richtig. So, wir können uns ja mal direkt alle Strecken auswählen, was ich ja ganz schön finde. Wir fangen aber mal an mit der 1. Time Limit 1,22, Course Record 1,22. Verstehe. Und schon wird es wieder dunkler. Was ist denn hier los bei euch im Studio eigentlich? Och, Mensch. So, ist das eigentlich deine erste. Sein erstes Mal mit einem Master System? Oder? Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen eine Sega-Entjungferung, was das angeht jetzt. Oh, komplett Sega? Nee, jetzt komplett nicht. Also okay. Dreamcast und so, das hatte ich schon. Und das Saturn war das Äquivalent zum. Ich bin gerade wieder völlig durcheinander, aber ich bin fasziniert durch diese Geschwindigkeit. Da kommt ein Geschwindigkeitsgefühl auf. Ich wollte gerade sagen. Es ist auf diesem Kartoffelacker sonst nicht so viel zu sehen, aber. Auf dieser Eisfläche im Hintergrund. Alter. Formel 1 Spiele habe ich früher auf den alten Konsolen, also Super Nintendo oder Nintendo nie gespielt. Mein erstes richtiges Formel 1 Rennspiel war auf dem N64. F1 World Grand Prix. Also auch schon mal World Grand Prix im Namen. World Grand Prix auf jeden Fall im Namen, wahrscheinlich war es der indirekte Nachfolger oder sowas. Das habe ich aber dann sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel gespielt auf dem verwaschenen N64. Was? Oh. Was? Das passiert, wenn man... Ja, wie aus dem echten Leben gegriffen. Das war damals noch, das Spiel kam, wann kam es aus? 86. Da sind noch die Wagen explodiert, als man gegeneinander gefahren ist. 1986 war ein großes Jahr der Formel 1. Schade, dass Robin nicht da ist. Robin ist ja ein großer Formel 1-Fan. Ja. Der verfolgt sogar die Rennen. Jetzt gab es am Wochenende einen relativ schweren Unfall. Ne? Das war gar nicht so schön. Und lustig vor allem nicht. Du meinst, vor ein paar Wochen am Wochenende gab es ein... Nicht dieses Wochenende? Letztes Wochenende? Nein, vor ein paar Wochen. Vor ein letzter Woche. Also jetzt, diesen Sonntag. Alter, was ist denn das? Denken wir nicht über das Raumzeitkontinuum nach. Nein, nicht am Retro-Sonntag über Zeit nachdenken. Es gibt, finde ich erstaunlich, zwei Gänge. Low und High. Und die muss man umstellen, indem man auf dem Controlpad noch oben oder unten drückt. Das ist schon mehr, als ich von vielen anderen Spielen aus dieser Zeit kenne. So. Was ist denn jetzt? Und damit sind wir bei, was war das Limit? Ich glaube 1,22. Wir sind bei 1,23 und haben jetzt verloren. Echt jetzt? Nee, steht ja Finish. Ja, Finish, aber du bist ja ins Ziel gekommen. Game over? Wie Game over? Das hat auch nicht mal richtig angefangen. Alter! Ja. Zweiter für mich ist das gut. Hast du das denn viel gespielt? Erzähl mir mal deine Geschichte zu, wie heißt das Spiel? World Grand Prix. Allgemein, ich habe sehr viel gespielt, weil ich hatte nur 3 Spiele für das Master System. Und dann spielt man die natürlich auch. Natürlich. Beziehungsweise ich hatte 4. Weil vorinstalliert ist ja auch Alex Kid auf der Konsole, das heißt, das muss man sich noch extra dazu holen. Direkt auf der Konsole vorinstalliert, ne? Das heißt, wenn du kein Modul reinpackst, dann startet das. Dann startet Alex Kid. Das ist auch eine schöne Idee eigentlich. Und deshalb habe ich da sehr viel Zeit damit verbracht. Bist du auch noch? Ist tatsächlich eins meiner ersten, ich war nie wirklich gut darin, weil ich habe die Konsole bekommen, da war ich 5.
Ah, okay, ja gut, da ist die Formel-1-Karriere noch nicht so... Da ist sie noch nicht so weit und als ich dann 8 oder 9 war, kam die PlayStation 1. Okay, ja gut, das ist aber heißt, auch mal ein Generationssprung, ne? So vom... Ja. Von dem zur PlayStation 1, da denkst du doch auch schon, oh. Ja, da denkt man auch schon, wenn man dann die Formel-1-Rennspiele auf der Konsole spielt, hoppla. Da gab's auch schon hier die F1 World Grand Prix. Ja, da hießen sie aber einfach nur Formel 1. Ja. Und dann das Jahr dahinter. Ich habe so das Gefühl, auch hier wird das nichts mit dem Rekord. Ich hab nicht geguckt, wie der ist. Das ist halt so, du rammst irgendwie Ding, explodierst sofort. Nächster Gang. Ach, Entschuldigung, ja, nicht aufgepasst. Sehr das gut. Ist noch manuelle Schaltung. Ja, das ist hier auch keine Fahrhilfen oder Führungslinien hier. Das ist, gab's ja damals also. Ich wollte gerade sagen, hardcoreiger geht's gar aber, nicht. Aber wenn man halt diesen Grand Prix richtig fährt und am Ende gewonnen hat, kann man sich mit der Platzierung in Anführungszeichen, es gibt ja so ein Zeitschema und je nachdem, welche Zeit man gefahren ist, wird man an Plätzen zugeordnet. Weil eben hier mit richtigen Positionen zu arbeiten. Ich wollte gerade sagen, das haben sie nicht hingekriegt. Richtig. Und dann kann man sich sogar mit den Punkten, die man holt, Zusatzteile holen, mit denen man noch schneller dann beschleunigt. Was? Du konntest, aber wie, per Passwortsystem oder was? Nee, einfach nur, man hat da Punkte bekommen und von denen konnte man sich... Das heißt, also, ich habe jetzt ja nur gesehen, es gibt zwei Modi. Einmal den normalen Fahren, was wir hier gerade machen, und einmal ein Edit, wo man, Game Over, wo man sich eine Strecke bauen kann. Das heißt, hier wärst du jetzt, wenn du die Zeit schaffen würdest, würdest du Punkte bekommen oder wie? So lange, bis du halt wieder Game Over gehst und dann ist wieder alles verloren. Ich bin nicht überzeugt. Ich möchte aber trotzdem einmal probieren, und zwar auf dieser Strecke, die ich noch nie in meinem Leben gefahren bin, einmal so Punkte zu kriegen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Notar, musst du das gleich machen. Warum dreht er denn immer durch am Start? Der Start habe ich auch nie richtig hinbekommen, muss ich gestehen. Also du hast da ja wirklich, glaube ich, ein paar Runden mehr mitgedreht und hast nie einen richtigen Start. Dann ist das, glaube ich, nicht... Es ist nicht vorgesehen. Moment, ich kann vielleicht auch... Moment, wir haben hier die Verpackung auch noch rumliegen. Die sollte man vielleicht auch würdigen, denn da ist, glaube ich, der reißerischste Werbetext aller Zeiten drauf. Verbraten. Ach, du hast sogar die Packung. Ja, die kann man auch mal... Eieiei. Hochschalten! Whip. In die Kamera halten. Auch hinten. Paris, wir fahren in Paris. Sehr schön. So sieht also die berühmte Rennstrecke um Paris aus. Im Wasser vor Paris. Im See vor Paris. Richtig. Wenn das Wasser sein soll. Und zwar... Hier. Die Beschreibung auf der Packung ist super. Fahren Sie Rennen in den heißesten Rennwagen der Welt. Bitte, auf den heißesten Pisten der Welt. Bitte eine Oktive tiefer. Das muss so richtig schön kratzig jetzt sein bei dir. Kratzig? Ja, so tief kratzig. Fahren Sie Rennen in den heißesten Rennwagen der Welt. Oh yeah. Auf den heißesten Pisten der Welt. Oh yeah. Und wenn das nicht Spannung genug ist, dann bauen Sie sich Ihre eigene Rennstrecke. Wählen Sie 0176. 6 mal die 6. 0800 Frank Zander. Und hören Sie, heißen Rennfahrern beim Reifen durchdrehen zu. beim richtig Gas geben zu. Sehr schön. Ja. Ah, wir hätten tolle Werbung gemacht früher, glaube ich. Also ich glaube, der Text ist schon mal prädestiniert. Ich konnte jetzt nur so halb zuhören, weil du diese Stimme gemacht hast, deswegen war das so ein bisschen ablenkend. Jetzt zieh doch nicht rüber, wo sind wir denn hier? Oh ey, Franzosen, ne? Selbst die Rennfahrer auf französischen Strecken. Aber sowieso, ich bin letztens relativ viel Autobahnen gefahren und da verlierst du ja... Ich bin relativ schnell, relativ häufig auf Rennstrecken unterwegs gewesen. Der Satz war tatsächlich Autobahnen, da verliert man ja schnell den Glauben an die Menschheit, was Rechtsfahrgebot angeht. Das eigentlich so simpel ist. So, guck dir das an. Also wenn das eine deutsche Autobahn wäre und ich würde jetzt hier so durchziehen... Oh, dann hätte er sich dran erhalten. Da würde ich doch nicht mit rechnen, dass er dann einfach wieder rechts rüberzieht. Das ist jetzt interessant. Ziehen die rechts rüber, wenn ich... Nein. Doch, das ist... Also ich glaube, ich habe jetzt hier was entdeckt. Okay, du hast die KI entschlüsselt nach... I understood. Knapp. Moment, wie alt ist denn das Spiel? 28 Jahre. Ach nee, stimmt, 28 Jahre, ja. 28 Jahren hat endlich jemand die KI so, in jetzt. Diesem Spiel. Ach, schade. Ich habe so das Gefühl, man darf nicht explodieren, wenn man ein Rennen gewinnen will. Das ist das, was mich dieses Spiel lehrt. Explodiere nicht, wenn du gewinnen willst. Das ist eine Lehre für das ganze Leben. Ich möchte. Also auch, wenn man irgendwie eine gute Schulausbildung haben möchte, dann sollte man vorher nicht explodieren. So, pass auf, jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig Gas. So, smooth, Severin. Und jetzt in den hohen Gang.
Am- und KMH-Anzeige schon. So wie so. Ach guck, wir machen ja sogar Platz hier. Läuft. Dir nicht. Doch, doch. Du glaubst ja nicht, dass Rennfahrer Platz machen. Nee, das stimmt. Nicht, wenn sie hier Dings heißen. Mir Robin letztens gezeigt, da gibt's ja hier so I. I. E. I. E-Formula heißt das, glaube ich. Oder Formula E. Das ist ein Elektro, okay. Elektro-Rennwagen. Stimmt, das hat er letztens getwittert gehabt, oder? Genau, genau. Und da gab's jetzt wohl so ein etwas größeres Rennen. In China war das. Ja. Ich glaube sogar in Hongkong. Und das hört sich total komisch an, weil die Rennwagen einfach mal nicht mehr diese sehr prägnanten diese Sounds, diese ja, 1:1 aus dem echten Leben. Obwohl die näher dran sind als die von den E-Wagen. Die sind halt primär still, du hörst halt ganz hoher oft... Gang, hoher Gang. Nein, ich fahre jetzt gemütlich. Gemütlich aber sicher, Severin. Wir können nicht... Das ist krass, im ersten Gang auf 190, da freut sich das Getriebe. Ja, nee, auf jeden Fall war das durchaus faszinierend zu sehen, weil es so ruhig war und du hast immer nur so, als hättest du so ferngesteuerte Rennwagen. So kleine, nur halt in Größe würden die da rumfahren. Und aus diesen weiten Perspektiven sah das tatsächlich auch so aus. Und man hat auch irgendwie nur so ein bisschen Reifengeräusch und das typische Elektrogeräusch genau, gehört. Und das ist genau, halt genau, genau. Total seltsam. Aber trotzdem gut geknallt. Letzte Runde. Ich weiß nicht, ich glaube Heidfeld hat es da mitgefahren. Und er war Zweiter und in der letzten Kurve wollte er überholen. Den Typen vorhin links vorbeigefahren. Und ist genau das passiert! Er ist explodiert? Naja, also ist so gegengefahren und dann gegen die Wand geknallt und ist danach ausgestiegen und war sehr sauer. Und der andere hat so getan, ich weiß gerade nicht, wer das war, so getan, was, ich hab den nicht gesehen, ne? War keine Absicht. Und dann hat man die Wiederholung gesehen und dachte sich, du Arsch, ey. Hast genau gesehen, dass er da überholt und ist ihm einfach reingefahren. Dumme Sau. Sag ich jetzt mal so, dumme Sau. Ja. So, mich irritieren diese Schilder links und rechts total. Das ist, damit das Geschwindigkeitsgefühl so ein bisschen aufkommt. Apropos Geschwindigkeitsgefühl. Jetzt mitten im Rennen, kurz vor dem Ziel. Ja, das ist fliegender Wechsel. Das gab's da auch. Da sind die, mussten die, also in dem Formel E-Dings da. Ach ja, toll, danke sehr, dass du das Ding zu Ende gefahren hast. Da hast du nichts mehr rausgeholt? Das, wenn wir jetzt verloren haben, ist es wegen dir. Ich habe gute Vorbereitungen. Oh, verdammt. Fahr mal, ich möchte mal sehen, wie das aussieht mit den Punkten. Das ist toll. Und dann bauen wir noch eine Gigastrecke. Ja. Wir fahren das gesamte G von Giga nach. So, Moment. Dann probiere ich aber die hier, weil es ist die erste. Ja, das, ja. So, die wenn die nicht einfach ist, dann weiß ich auch nicht. Naja, aber guck, die hat schon fiese Kurven. Also, da kenne ich einfachere. 86, ey. Mann. War dann mit eins der ersten Spiele? Kann das sein? Nee. Wann ist denn das Ding erschienen? Uah, da weiß ich mir jetzt was. Aber es kann... Auf jeden Fall ist es zumindest so eins der Spiele, man weiß nie, wie es heißt, aber wenn man an ein pixeliges Rennspiel denkt, hat man irgendwie sowas Ähnliches vor Augen. Aber World Grand Prix ist ja noch nicht mal eine Beschreibung für... Es kann also alles sein. Es kann auch eben Contest Tennis von, sein oder... Es könnte oder auch ein Contest von Sängern sein, eben, die international antreten. Es ist dann der World Grand Prix. Also das ist so nichtssagend. Von daher ist das ja schon fast geraten. Und da gab es früher nur World Grand Prix und das war hier Formel. Wie gesagt, das ist irgendein Rennspiel, was ich damals hatte. Beziehungsweise ist es das Rennspiel, was ich damals hatte. Was hatte jeder wahrscheinlich, ne? Das sieht so aus, als wäre das so eins der Must-Haves gewesen. Wo man sich auf dem Schulhof dann immer drüber unterhalten hat. Ich bin 1,20er gefahren, ne? Ja, 1,20er. Es läuft. Darfst jetzt nur nicht explodieren, Severin. Denk an meine Worte. Nicht explodieren. Ich werde daran denken. Ja, aber da merkt man doch schon, dass du das doch viel mehr im Blut hast. Oh, hast du auch gedacht, dass er rüberzieht, ne? Ja. Schon so. So. Das sieht gut aus. Eine 1,12 war es, glaube ich, oder sowas, ne? Die siehst du schlagen galt. Achso, eine 1,22. Das ist der neue Weltrekord. 100 Punkte. 1,7. Ah, guck an. Das heißt, du bist jetzt Zweiter geworden nach dem. Richtig, nach dem. Ja. So. Jetzt hast du 100 Punkte und so, kannst dir. Und kann einen neuen Accelerator holen. Einen Beschleuniger. Richtig. So. Was ist denn Engine gewesen? Ohne E. Sollte das Motor sein? Oder? Wahrscheinlich. Ah, ja. Das ist allgemein. Das Englisch in diesem Spiel ist sehr lustig, wie wir auch gleich beim Editor feststellen werden. Also es ist sehr formell. Also man kann Asiaten einiges vorwerfen, aber nicht, dass sie unhöflich wären, weil das sind sie. Und das sieht man auch in der Übersetzung des Textes. Also. Warte mal, den Satz habe ich nicht verstanden. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie unhöflich sind, weil das sind sie. Ja, also man kann ihnen nicht
vorwerfen, also, dass sie unhöflich wären, weil sie sind höflich. Achso, das war, okay, ich dachte, ich war gerade etwas verwirrt. Sie sind höflich, war jetzt die Kurzform. Ja. Ah, okay, dann auch in dem Text. Und auch in den Texten, die man nachher lesen kann. Ja. Das ist alles sehr höflich geschrieben und wirkt in einer englischen Übersetzung sehr komisch. Du hast gewonnen, herzlichen Dank. So ungefähr. I guess. Das ist jetzt hier Holland, ne? Oder sieht so aus? Es fehlen so ein paar Tulpenfelder. England? Das könnte auch England sein. Nee. Nee, England, der wäre irgendwie so ein Turm da, ne? So Big Ben-mäßig. Ja, das sähe dann eher nach. Nach was sieht. Durch England die holländischen Tulpenfelder. Es kommt schon Holland sehr nah. Notfalls ist. Notfalls. Belgien. Ja. Gibt's der große Preis von Belgien? Gibt's das? Nee, ne? Doch. Ja? Natürlich. Weiß ich gar nicht. Belgien. 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 Da gibt's Schokolade, habe ich gehört. Ist das so? Na Brügge. Hast du Brügge gesehen? Nee. Ich komme auch bei Süßigkeiten jetzt ehrlich gesagt nicht um Gummibärchen drumherum, weil ich immer noch aus unserem Vorgespräch... Ich habe... Ja, hier hat Giga jemand Süßigkeiten geschickt, unter anderem so Gummidinger. Und da habe ich von eins gegessen, habe dann gehustet. Und dann ist mir so ein Stück vom Gummi in die Nase gerutscht und hat fürchterlich gebrannt die ganze Zeit. Und das fand er sehr lustig. Ja. Jetzt ist es aber, hat sich's aufgelöst und ist jetzt so langsam wieder... Okay, falls also du hast kein Gummibärchen mehr in der Nase stecken. Nein. Gut. Nein. Das war Teil 1 von World Grand Prix für das Sega Master System. Teil 2 findet ihr dort unten. In der Mitte kommt ihr zur aktuellen Folge von Radio Giga und ganz rechts zur aktuellen Folge von Giga Trivia.